Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir machen heute die letzten Vorbereitungen für die Essen-Modus-Show. Als erstes müssen wir einmal das Emblem tauschen. Das ist hier gleich direkt mit einer Kamera. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal die Schraube lösen. Die und die. Dann kann man das so rausdrehen, hat man schon in der Hand. Hier dieser Schlauch. Der ist jetzt an der neuen nicht dran, muss ihn einfach wieder dran machen. Das ist einfach nur, dass dann hier das Loch, falls da mal doch Wasser reinkommen sollte, dass das dann auch wieder ablaufen kann. Ne? Dafür ist das eigentlich gedacht. Jetzt müssen wir hier einfach nur noch den Stecker abmachen, weil der halt für die elektronische Öffnung zuständig ist. Bevor jetzt wieder die Kommentare kommen wegen dem Nummernschild. Rein theoretisch gehört das natürlich gerade. Ne? Das haben ja viele auch schon im letzten Video bemängelt. Hier sind Magnete hinter. Da hat sich eins gelöst. Deswegen hat das kein Halt mehr. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Ist aber jetzt nicht zwingend erforderlich für die erste Motorshow, weil da wird er eh ohne Nummernschild stehen. Zack. Ja, habt ihr natürlich recht. Sieht kacke aus, aber das ist jetzt gerade erstmal, hat keine Priorität. Ich will, wenn, das müsste ich eigentlich jetzt schon machen, bei dem Passat ist TÜV abgelaufen. Da muss ich so ein paar Kleinigkeiten machen, damit der wieder TÜV bekommt. Also das ist jetzt keine Vollrestauration, wie bei den anderen Autos immer, aber der braucht halt TÜV und da muss ich ein paar Sachen machen. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich das tatsächlich sogar selber mache, ohne Hilfe. Könnt ihr auch noch mal in die Kommentare reinhauen, wenn ihr darauf Bock habt. Dann würde ich das Ganze natürlich auch mit der Kamera begleiten. Warum habe ich jetzt den Stecker hier wieder reingesteckt? Den brauche ich doch nicht. So, jetzt kommt der Moment, wo ich rein theoretisch eigentlich ein bisschen Schiss habe. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ihr seid live dabei quasi. Weil wenn der Stecker jetzt nicht funktioniert, wie es gehört, dann haben wir gleich ein Problem, weil wir dann die Heckklappe nicht wieder aufkriegen. Oh. Geil. Das ist natürlich so ein Erfolgserlebnis. Da macht der Schrauber dann doch wieder ein bisschen Spaß. Können Sie sich sehen lassen, ne? Ist natürlich jetzt geil. Das ist hier so ein Glasding. Der muss jetzt da reingesteckt werden. Der Glasstopfen ist drin. Ich habe das jetzt noch einmal mit ein bisschen Klebband befestigt. Ich muss das hier natürlich jetzt noch einmal wieder sauber machen. Der Kleber, der da rausgequollen ist. Aber dann sollte das, glaube ich, passen. Sich sehen lassen, würde ich sagen, oder? Gut, das Nummernschild ist natürlich jetzt noch ein extrem störender Faktor. Das habe ich ja gerade natürlich gesagt, ne? Das mit dem Kennzeichen, das werde ich noch machen, aber nicht jetzt, nicht vor der ersten Motorshow. Thank you.
ist es quasi Tag 2. Wir sind jetzt in Schramberg gefahren, weil hier wird der Wagen ja jetzt noch einmal sein Finish bekommen von Danny. Das, was ihr gestern nicht gesehen habt, ihr habt wahrscheinlich in den letzten Aufnahmen, habt ihr wahrscheinlich so ein paar Bildkrischler, sage ich jetzt mal, entdeckt. Die Speicherkarte ist kaputt. Ist ja eine neue Kamera und dazu habe ich auch eine neue Karte gekauft. Das heißt, die ist jetzt so 4 Wochen eigentlich alt. Ich hatte noch ein bisschen was am Auto gemacht und zwar, ich weiß noch nicht, ob es wirklich bleibt. Kann ich euch bis jetzt noch nicht sagen, aber irgendwie finde ich es geil. Hier waren ja vorher orangene Spiegel dran. Die habe ich jetzt einmal in Carbon getauscht und von der Firma Osram da noch die LED-Spiegelblinker mit verbaut. Ja, jetzt müssen wir hier so ein bisschen was machen an dem Wagen. Sieht schon wieder aus wie Sau, ne? Ich habe den gestern erst gewaschen. Ich habe ihn eben auf dem Trailer nochmal gewaschen, aber naja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich habe da jetzt wieder eine neue Speicherkarte drin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da jetzt nicht so viele Artefakte auftauchen, weil wenn doch, liegt es an der Kamera und das wäre natürlich echt schade. Kurz vor Auslieferung habe ich doch noch diese Waschdüsen gemacht. Das war in deinem Video. Und den Anhängerpöppel. Weil ich habe René gefragt, ich sage, oh, ist ja irgendwas aufgefallen, ist irgendwas kaputt gegangen? Ich sage, ja, die Dinger. Die musste ich ja nochmal kleiner feilen, weil die ja nicht mehr reinpassten. Weil hier so viel PCP und nochmal Lack und sowas drauf ist, dass die einfach nicht mehr passten. Also habe ich da PCP abgerissen und habe die nur orange lackiert. Und jetzt guckt euch mal an, hier sind überall Steinschläge, wo kein PCP ist. Das ist alles PCP und genauso hier beim Abschlepphaken. Den musste ich auch nochmal lackieren. Ihr seht, wie viele Steinschläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Steinschläge auf dieser kleinen Fläche. Und hier ist nicht einer. Und das ist das geile PCP. PCP schützt so dermaßen, dass der Lack auch nicht abplatzt. Also du hast nicht nur den Schutz, sondern durch PCP sieht die Lackoberfläche einfach lange schön aus, weil nichts rausfliegt. Das sticht so ein bisschen ein und das war's. Das kann man polieren. Und das fand ich gerade geil, dass das genau passiert ist auf den Teil, wo nichts drauf ist, dass die jetzt schon so zerschossen aussehen. Stell dir mal vor, wenn die Lackierung jetzt ohne Steinschlagschutz, ohne Lack gemacht, ohne PCP, dann wäre das Ding jetzt schon komplett so sandgestrahlt. Weil du wie viele Kilometer gefahren bist? Ja, so 10.000, 15.000. Irgendwie so 20. Das schaffe ich, habe ich in den letzten 5 Jahren nicht geschafft, aber. Ja, ich benutze den aktuell halt wirklich im Alltag. Ja, krass. Und das ist echt geil. Also guckt euch das auf der Messe gern an. Das werden wir, glaube ich, auch so lassen, ne? Oder vielleicht lackiere ich die nochmal? Nee. Die, dann werden sie ja wieder dicker. Aber das ist geil. Oder ich klebe einen Aufkleber drauf. No PCP. Ja, sonst noch irgendwas, was du noch machen musst? Also hier und da halt ein paar Artikel, die ich selber gar nicht sehe, sondern nur du. Staubpegel, hinten habe ich noch gesehen, ist so ein bisschen Orangenhaut, so ein bisschen doll. Das werden wir schleifen und schön aufpolieren. Und darfst du was sagen, was du zu mir gesagt hast, was sie gesagt haben? Ich glaube schon. Ja, sag mal. Oettinger hat gesagt, dass das bestverarbeiteste, sagt man das so? Bestverarbeiteste. Ich kann es jetzt gar nicht mehr aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Auto ist von Oettinger. Das liegt nicht daran, dass die halt nicht so krasse Arbeit leisten. Das liegt einfach nur daran, dass die halt auch gar nicht so viel Zeit haben. Der Kunde gibt der Firma Oettinger gar nicht diese Zeit, so viel Arbeit da reinzustecken. Einfach die Arbeitszeit. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Ich habe ja bestimmt das Doppelte an Arbeitszeit reingesteckt, als das, was Oettinger da reinstecken würde. Na, weil die jetzt meinen Preis heranschreiben würden, dann würden die meisten wahrscheinlich tot umfallen. Und das waren so die Extra-Runden, die ich ja gelaufen bin, wo ich gesagt habe, ey, ich muss das noch so und so und so. Und dabei ist das schon entstanden, allein hier diese Rücklichter. Ja, das ist echt das mega. Das macht ja kaum jemand. Hier habt ihr ja gesehen, bei den meisten, die unterwegs sind, ist hier genau die Kante. Das ist ja original Stoßstange, original Katzenauge. Und dann ist hier die Naht, wo dieses Teil draufgesetzt wird. Und da habe ich gesagt, nee, das muss aussehen hier. Das muss aussehen, als wenn es ein Teil ist. Und das habt ihr ja gesehen, war mega aufwendig. Das haben wir mit Sika, mit diesem Kunststoffzeug aufgeschweißt. Alles verspachtelt, auch hier. Und das ist alles ein Teil, hier und dadurch auch. Und die Zeit, das sieht AMA kaum, du hättest es wahrscheinlich auch nicht gesehen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es dir gar nicht aufgefallen. Also wenn ich nicht wahrscheinlich gesagt, nicht, genau. Genau, was es halt noch einen Tick geiler macht, also wir sind ja wie eine Manufaktur, also wir haben nochmal ein geiles Produkt, nochmal mehr veredelt und das ist dabei rausgekommen. So, machst du davon ein Video? Für meinen YouTube-Kanal wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich für Instagram oder TikTok vielleicht mal nehmen, wie wir ein bisschen polieren, schleifen. Ich werde es auf jeden Fall mitfilmen und mal schauen. Also ich filme auf jeden Fall mit. Mal gucken. Okay. Das heißt, ich packe, je nachdem, für was du dich entscheidest, packe ich einfach unten einen Link in die Videobeschreibung rein, falls ihr euch das reinziehen wollt. Falls ihr generell irgendwie
lackieraffin seid oder Bock habt, so welche Technik oder was auch immer, euch anzugucken, abonniert gerne seinen Kanal. Du bist da auch echt fleißig immer am Hochladen. Ja, eigentlich auch dank dir. Ne? Also das war so unser erstes Projekt, wo wir mit... Nee, von deinem Auto habe ich noch gar nichts bei mir drauf, oder? Doch. Doch. Doch, guck mal, ich weiß das schon gar nicht mehr. Das Dach zum Beispiel. Das ist halt ein Effekt, der ist mega aufwendig. Dadurch macht man ihn auch nicht mal eben jeder schnell. Und damit wäre das einzigartig. Und auch der René weiß nicht, was ich hier mache. Der hat nur gesagt, machst du ein schwarzes Dach mit Verlauf? Nein, könnte ich machen. Aber das ist so, das bin so ich. Ich will, dass die Leute davor stehen und sagen, geil. Ja, wie gesagt, Link packe ich unten in der Videobeschreibung. Das ist immer so ein bisschen, das soll keine Werbung sein. Ne? Das ist einfach nur, es gibt viele, viele YouTuber und wenn ich dann mal sage, hier, guck mal da, dann mache ich das, weil ich entweder die Person schätze oder die Arbeit schätze oder beides. Und in dem Fall ist es halt beides. Nur, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. So. Gib mir deine Kontonummer, das hat er schön gesagt. Ja, genau. Ich danke euch fürs Zusehen. Das Auto wird bei HG auf der Essen Motorshow stehen, sobald die Messe stattfindet. Also ich hoffe zumindest, dass sie stattfindet. Könnt ihr mir gerne über allen möglichen Social-Media-Kanälen euer Feedback dazu dalassen oder auch bei Danny euren Feedback zum Auto dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Dir auch vielen Dank. Gerne. Bis bald. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.